Sachbücher bewerten, keine ganz leichte Aufgabe. Kunst bewerten ist ungleich schwerer. Denn wann ist denn Kunst Kunst? Und wann ist Kunst gut? Vielleicht, darauf können sich einige Leute einigen, wenn etwas Neues entsteht, wenn etwas Nie-Dagewesenes entsteht. Was aber, wenn alles schon da war? Wenn jede Figur, jede Form schon gezeichnet wurde? Wo steckt denn da das Neue? Thomas Scheibitz muss es wissen. Der Beweis, seine neue Ausstellung im Kunstmuseum Bonn. Und wir durften den Künstler, der weltweit Erfolge feiert, in seinem heimischen Atelier besuchen, wo er gewissermaßen uns mitgenommen hat zum Schöpfungsprozess. Ein unverfälschter Blick über die Schulter des Meisters? Weit gefehlt. Thomas Scheibitz macht uns nicht den Malerfürsten, der genialisch den Pinsel schwingt. Genie war gestern. Heute braucht's Intuition und Klarheit. Er übermalt ein Bild, das ihm noch nicht passt. Sein Betriebsgeheimnis gibt er nicht preis. Was entsteht hier? Etwas Spitzes, Klares, Abstraktes? Mir ist klar, dass man nichts erfinden kann, zum einen. Aber zum anderen bin ich am glücklichsten, wenn ich mich sozusagen am Rande einer Erfindung befinde. Sozusagen, es ist auf Messerschneide. Und ständig kippen diese Bilder zwischen Erfindung und Wohlbekanntem. Bunt, wundersam, formklar. Scheibitz ringt hart ums Material. Überblick und Entscheidungsfreude. Auch das braucht ein Zeitgenosse, der heute noch malen will. 1968, bei Dresden geboren, ist er Realist und Meister der Schwebe. Sein Berliner Studio, wohlgeordnetes Chaos und Formenlabor. In Bildtiteln macht Scheibitz manchmal Musik. Paolo entkleidet Francesca in offener Gegend. Was klingt wie pure Sinnlichkeit, löst er in einem erkenntnisreichen Fragezeichen auf. Ein Bein? Im selben Bild reines Formspiel. Wenn man Dinge von mir sieht, müsste es eigentlich im Idealfall so sein, dass man in dem Moment, wo man es das erste Mal sieht, den Eindruck hat, man hat sowas noch nie gesehen und muss aber in derselben Sekunde sich ja doch an etwas erinnert fühlen. Hier klingelt ein Buchstabe, dort brennt etwas wie eine Kerze. Scheibitz jongliert mit Abstraktion und Gegenständlichkeit. Scheinbar Erkanntes geht gleich wieder verloren. Wie ein Formensteinbruch funktioniert sein Archiv. Material, das ihm jeden Tag über den Weg läuft, vom Zeitungsausschnitt bis zur Spielkarte. Erster Schritt zum Bild, die Zeichnung. Scheibitz wertet nicht. Seine Kunst erzählt nicht von Leid oder tiefem Gefühl. Sie folgt eigenen Kriterien. Also ein Gemälde ist verloren, indem man es nacherzählt. Nacherzählen kann. Auch die dreidimensionalen Objekte widersetzen sich dem Narrativ. Obwohl man sie nicht nacherzählen kann, sprechen die Werke zum Betrachter. Das Bonner Kunstmuseum zeigt jetzt ganz viel Scheibitz. Er nennt es Masterplan Kino. Fast tänzerisch kommunizieren hier die Skulpturen mit den Gemälden. Der Perfektionist inszeniert bis zum Schluss. Im puristischen Museumsraum wirken die Farben und Formen noch intensiver. Der Kurator schreibt Scheibitz die Erfindung einer eigenen Farbigkeit zu, die extrem künstlich sei. Aber in dieser Künstlichkeit steckt eigentlich im wahren Sinne wieder eine neue Natürlichkeit. Ja? Eine Natürlichkeit einer Welt, die nicht mehr sich scheidet in sozusagen, das ist abstrakt, das ist gegenständlich, das verstehe ich nicht. Ja? Es ist ein eigenes Zeichensystem, das aber Synapsen, Andockpunkte in die Wirklichkeit hat. Synapsen verschalten sich ja in unserem Kopf. Da wirkt auch die Kunst von Scheibitz. Spielerisch und zum zweiten Gedanken einladend. Sein Formenlabor präsentiert er gleich mit. Kreist um die alte Frage, was kann ein Bild? Was kann Kunst? Wann weiß er, wann ein Bild fertig ist und das nächste ansteht? Es muss einen sozusagen losgelassen haben und genauso viel
Appetit machen auf das Nächste. Diese Kunst ist kein Fastfood, will auch nicht leicht bekömmlich sein. Wer sich darauf einlässt, kann was erleben.